Normalerweise sollte ich das nicht tun, aber ich muss ehrlich zugeben, ich schaue Formel 1 an since 1986 und ich muss schon zugeben, ich habe ein bisschen Ahnung. Der Mick Schumacher wird nicht ein Formel 1-Fahrer sein für viele Jahre. Er wird nicht einmal so viel erreichen wie Ralf Schumacher. Und Ralf Schumacher in richtig Formel 1 hat eigentlich fast nichts erreicht. Also er hat ein paar Mal gewonnen, ich glaube 6 oder 7 Mal, und dann der Montoya hat ihn niedergehauen und sein Bruder hat ihn, der hat ja gespielt mit dem wie ein Fiedel, ne? Aber gut, lassen wir es. So, ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht vom Ralf Schumacher. Ich weiß, dass er in ein schlechtes Auto sitzt, aber ich weiß auch, dass seine Zeit im Regen in Monaco in 1984 Ayrton Senna mit dem Candy Can, toller Mann, Monaco fast gewonnen hat. Einer der most unterlegensten Autos in der Formel 1-Geschichte. Gegen den damaligen, nicht vielleicht noch nicht Weltmeister, aber Alain Prost. Also viermaliger Weltmeister. Hat auch schon ein paar Autos Chauffeur, ne? So, deswegen, was Schumacher heute erreicht hat im Bahrain 2021, war ein bisschen mehr wie der Nikita. Chiquitita, you look like. But of course, Nikita Mantelpiece or Mazepi, just because your dad is rich doesn't make you a better driver. No. Certain things you can buy, yeah. Certain things you can't. Common sense you can't buy. It doesn't matter how you might pay for it. But next time with the throttle in the corner, be a bit careful. But who am I to teach Nikita Mantelpiece or Mazepi? Right, so anyway, this is a video about Schumacher. He really disappointed me, and I think it pretty sucks.